Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. So, gleich, naja, gleich, die Nacht hat begonnen und gleich ist und am werden wir ja ein Gebet sprechen. So, Kirchenbank könnten wir auch schon machen. Haben wir leider zu wenig Holz mit. Ist aber nicht so schlimm. So, wir gehen in den Keller. So, bauen. Was können wir da bauen? Haben wir einen Tisch? Okay, Moment. Kirchenarbeitstisch und Tisch. Kirchenarbeitstisch und Tisch. Was ist das? Das ist der Kirchenarbeitstisch. Oh, Schweinslederhaut. Ja, dann bauen wir gleich eine Schweinslederhaut. So. Super. So, und da brauchen wir lang dafür, glaubst du? Wir machen mal. Ah ja, es geht. So, Papier, Papier, Papier. Super. Ja, einmal noch, komm. Ja. So, wir müssen uns ja vorbereiten schon aufs Gebet. Das ist also der Kirchenarbeitstisch und wir brauchen jetzt ein... Oh, ich muss schlafen, verdammte Axt. Ja, ich habe mein Glück herausgefordert. Zu viel herausgefordert. So, dann schlafen wir vielleicht noch ein, zwei Stündchen. Oh, du brauchst Öl. Ich muss den Esel ölen. So. Ja, gleich sind wir zu Hause. Vielleicht noch ein, zwei Stündchen aufs Ohr hauen. Mir selbst. So. Super, 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 super. Und aufwachen. Ja, du fühlst dich gut erfrischt, das freut mich. Haben wir da noch Fledermausflügel drin? Ja, haben wir. So. So, dann vorbei am quietschenden Esel, dem alten Kommunisten. So, und wieder in den Keller. Wir wollten uns ja um... Hey Bischof! Nein. So. Als erstes machen wir mal ein gemütliches Gebet. So, beten. Kirchenqualität 5, das ist super. Wir nehmen dies... Moment, Moment. Beten. Kirchenqualität. So, was steht denn da eigentlich? Nur ein paar Worte ohne wahre Inspiration. Funktioniert trotzdem irgendwie. Effekt, glaube mal 2. Super, ich glaube... Wir sollten irgendwann ein anderes Gebet finden. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Yeah, toll! Und jetzt? Lasset uns um diesen Segen bitten. Super! Bäh! Es hat nicht funktioniert. Eure Spenden sind immer willkommen. Tolle Predigt, tolle Predigt! Vorher bäh und jetzt tolle Predigt. Ich weiß nicht, was ich von euch halten soll. Komm, lass da, lass da. So. So, super. Ein Glauben. Hammer. Naja, ob sich das jetzt so wirklich rentiert hat. Also wir brauchen einen Tisch. Den werden wir da daneben bauen. Was auch immer dieser Tisch tut. Gleich werden wir es wissen. So, Tisch. Ha. Wir brauchen Flusssand. Notizen. Was macht man mit Notizen? Was ist das? Ein ehrliches Gebet. Okay, du brauchst ein Kapitel. So, pass auf, ein Kapitel besteht aus 3 Notizen. Genau, 3 normale Notizen, das ist eine Notiz. Wow! Okay, dazu brauche ich also 3 Geschichten. Welche auch immer. 3 Notizen, ah ja, okay, kann ich eh nicht machen. Leeres Papier. So, und was tut das? Oh, Kapitel? Okay. Gut. Und da können wir dann das Gebet an. Ah, hätte ich schon gerne ein ehrliches Gebet, weil... Was macht denn das? Ah, sehe ich noch nicht.
ist besser als unsere Kirche ist klasse. So, was können wir da fertigen? Auf schnell zweimal Schweinslederhaut. So, einmal. Und das machen wir nochmal. Super. So, die vier lassen wir mal da. Hanfseil. So, und auf geht's mit Forschung. So, ich grübel und studiere. So, was kann ich denn noch in der Kiste? Zuerst mal die Kiste. Und zwar, was werden wir als erstes nehmen? Wir nehmen einmal das Gehör an. Nein, weil das braucht drei. Das machen wir nicht. So, wovon haben wir denn? Drei Schädel? Ja, die nehmen wir. Untersuchen. So, arbeiten. So, Schädel kann nicht zerfallen, das ist super. Aber wir haben 20 blaue Pömstel bekommen. So, Schädel, was? Was ist eigentlich mit deinem Herzen? Kostet 3 Glauben, das machen wir. Warum auch nicht? So, kann zerfallen in Essenz. So, da haben wir richtig abgecashed. Gut, wir haben 3 Glauben investiert. So. Öffnen. Was kommt da rein? Da gehen wir die Geschichten rein. Da gehen wir das alte Buch rein. Die. Ach so. Moment. Verkehrt herum. Hat keiner gesehen. So. Herz haben wir untersucht. Ah, was wir untersucht haben. Moment. Wir schauen mal nach. So. In meinem Inventar, das kann ich nicht mehr. Okay. Das heißt aber, das Blut kann ich raus. Aber warum soll ich so. Wo soll ich es hintragen? Ich lasse einfach da. Ich lasse einfach da. So. Super. Was war da? Ja, okay. Ich brauche die Kreissäge. So, Technologie, los geht's. Hier. So, wo war die Kreissäge? Was ist denn das? Die Werkbank, Kreissäge, ja. So, wann haben wir das? Super. So, wir können eine Kreissäge bauen. Was habe ich denn jetzt mit eigentlich noch? Was ich da lassen möchte, meine ich? Nix. Ich nehme das doch mit. Alles, was erforscht ist, nehme ich mit, weil das lege ich dann in meinem Keller. So. Studiertisch. Pass auf, Kiste. Brot. Also alles, was Essen ist. Knochen, Gehirn, Fett. Knochen, Gehirn, Fett. Gehirn. So, das ganze Essen kommt raus. Knochen, Blut, Fett. So, das übersiedeln wir nämlich. So, wie sieht's aus bei mir? Ja, die Maden. Zwei Scheider kann ich mitnehmen. Die Stöckchen nehmen wir auch mit. Zwei Schädel und das Stöckchen. Gut. Zwei Schädel und das Stöckchen. So. Oh, Schlange ist schon wieder da. Die zwei Schädel. Okay. Und Stöckchen. Okay. So. Die Maden lassen wir da. Die passen auch ganz gut hier in den Keller. So, 20 Papier. Lassen wir auch mal in der Kiste. So. Super. So, wir holen uns das Geld. 24 Kupfer. Okay. So, verlassen. Ha, das war gut. Ich meine, das Gebet war nicht so erfolgreich. Ja, wir besorgen dir noch Öl. Alles gut. So, das Gebet war nicht so erfolgreich, aber immerhin, wir haben gebetet. So, hier haben wir
Und als nächstes kommt die Kreissäge. So, was braucht man noch für eine Kreissäge? Baum. Kreissäge. 10 komplexe Eisenteilchen. Wow. Okay. Gut, komplexe Eisenteilchen. Das ist schon... Okay. So, komplexe Eisenteilchen. So, die werden wir machen. Mitten in der Nacht fertigen wir die Eisenteilchen an. Super. 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 So, gleich sehen wir es mit den Eisenteilchen. Ja. So, es geht los zur Kreissäge. Ja. So, wo bauen wir die hin? Schon langsam haben wir Platzprobleme, vermute ich. So. Wir bauen die Kreissäge auf. So. Nicht genug Energie. Wir haben ja noch... So. Jetzt haben wir genug Energie. Fertig. So, schauen wir mal. Wir können hier mit Holzscheit, Balken, Planke, Balken. Okay. So, wir vergleichen das mal. Was können wir hier? Die Markierungen können wir noch machen. Eigentlich wollen wir die aber nicht machen. So, Markierungen werden wir nämlich keine mehr machen. Das heißt, entfernen. Ihn hier. Sehr gut. So, dann können wir keine Holzmarkierungen mehr machen. Ja, also nur, dass wir es wissen. So, warum ich das mache? Weil es geht. So. Ja, legen wir alles einmal ab. Was so Werkzeug, Kasten, Kisten und so weiter. So, jetzt bringen wir das zu uns in den Keller, in den Eigenkeller. Super. So, da wollte man auch schauen, was kostet eine Kiste. 443. Wir bauen noch eine Kiste. 443. So. Und zwar... Ja. War da... So, Moment. So, einfache Eisenstücke. Super. Jetzt haben wir noch immer zu wenig. Aber ist okay. So, wird nicht fertig. Gut. Hilft nichts. Wir sammeln die Sachen dabei, da unten drinnen, in der Kiste und fertigen aus diesen Materialien später eine andere Kiste. So, das kommt alles rein, dann die Holzbalken, ja genau, und die ganzen Körperteilchen. Oh, die Schädel und die Sachen. So, nochmal. Wobei, wir können es eh bauen. Dann mal... Ja, wir machen es so. So, das nehmen wir alles mit, das nehmen wir alles mit. So, die Körperteile lassen wir einfach da drinnen. Und da bauen wir jetzt die Kiste fertig. Super. Genau. Ah, ist das schön. Oh, wieso backt hier im Ofen nichts? Es muss dauerbacken. So, dann die Balken da rein. Das da rein. Super. So, wir schauen noch einmal kurz in den Garten. Ja, ganz toll. Werden wir ernten. So, düngen.
Ja. Düngen. Ja. Ernten. So, und pflanzen. Ernten, düngen, pflanzen. Ja, ich bin die Gartenmaschine. So, lediglich das mit dem Beten sollte ich noch besser hinkriegen. Naja. So, das ging jetzt etwas schnell hier. Düngen und pflanzen. Jetzt ist wieder gut. So, wir könnten natürlich auch ins Dorf schauen, welche Sachen unsere Dinge man verkaufen kann. So. Dann haben wir hier Gartenabfall. Wir haben, nein, das nicht, sondern Torf. Torf. Hier Samen. Und Samen sollten wir auch wieder kommen. Ah, gut. So, wir erzeugen neuen Torf. Und dann wird sich um den Esel gekümmert. Dankeschön. Gehen wir auch gleich in die Kiste. Hier. So. Geschlafen wird. Ja. Ja. Und fertig. Ich fühle mich so erfrischt. Ah, das ist gut. So, das war's auch mit der heutigen Folge. Ich danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.